Herzlich willkommen, mein Name ist Elisa Groth und ich bin Physiotherapeutin der Praxis Physio Family. Heute möchte ich dir 5 Übungen plus eine Bonusübung rund um das Thema Hüftstabilisierung, Beweglichkeit und Mobilisierung zeigen. Dafür starte ich einmal mit den Loopband-Textilbändern. Es gibt 3 Widerstandsstärken. Das Grüne ist ganz leicht, wir haben ein blaues im Medium und das Graue ist schon wirklich für die Fortgeschrittenen mit ordentlich Zug. Ich wähle hier einmal jetzt das blaue Loop-Textilband. Dafür steige ich einmal ein. Das Band oberhalb der Knie positionieren. Die Beine sind weiter schulterbreit, stabiler Stand und die Knie leicht angewinkelt. Aktiviere hier deine Rumpfstabilität, zieh dafür den Bauchnabel ein und wir gehen einmal in Seitschritten durch den Raum. Achte dabei darauf, dass dein Oberkörper stabil bleibt und dein Band vor allem immer unter Zug. Wenn du möchtest, bring deine Arme einmal nach vorne, um deine Rumpfstabilität noch etwas mehr zu fordern. Bauchnabel bleibt eingezogen und du arbeitest, bis du einen deutlichen Zug oder vielleicht sogar ein leichtes Brennen in der seitlichen Gesäßregion verspürst. Danach kommst du zur Mitte, das Band einmal lösen, kurze Pause und dann die Übung gerne nochmal wiederholen. Weiter geht es mit der 2. Übung. Dafür habe ich mir das Theraband einmal geschnappt. Ich habe hier die Farbe Blau, das ist auch mittlerer Widerstand. Dafür einmal das Theraband aufrollen und wir brauchen das Theraband einmal doppelt. Dann einmal das Band ablegen, die offene Seite mit dem Fuß aufsteigen, Theraband lösen und mit dem anderen Fuß in das Theraband einsteigen. Hier sehe ich schon, ich brauche ein bisschen mehr Spannung. Wie bei allen Übungen mit dem Theraband muss das Theraband unter ordentlich Zug sein. Einfach einen Schritt näher, Knie leicht anwinkeln, Bauchnabel fest einziehen, um den Rumpf zu stabilisieren. Gleiche dich aus, das Bein anheben und wir arbeiten hier zur Seite. Dabei arbeiten die kleinen seitlichen Gesäßmuskeln, die essentiell für die Stabilisierung in deinem Becken und somit zur Entlastung des Hüftgelenks dienen. Zehenspitzen zeigen nach vorne. Es darf hier ruhig ein bisschen wanken. Somit arbeitet auch dein Standbein in der Gesäßmuskulatur. Mit dem Theraband arbeiten wir im Wiederholungsbereich von 15 bis 20 Wiederholungen im Kraftausdauerbereich. Danach lösen und einmal die Seite wechseln. Für die 3. Übung brauchen wir wieder unser Theraband. Ich habe mir auch hier noch eine tolle Matte dazu genommen, um einfach die Kniegelenke ein bisschen zu schonen und ein bisschen einen weicheren Untergrund zu haben. Du kommst runter in den Vierfüßlerstand. Du nimmst das Theraband wieder doppelt. Die geschlossene Schlaufe kommt einmal nach hinten zu den Füßen und beide Öffnungen nimmst du gleich in die Hand. Du steigst mit deinem Fuß in das Theraband ein. Wichtig, achte hier auch wieder dabei darauf, dass du ordentlich Zug auf deinem Theraband hast. Positionier dich in den Vierfüßlerstand. Richte dein Becken auf, zieh den Bauchnabel nach innen und wir starten hier in eine Streckung nach hinten. Hier aktivieren wir diesmal unseren großen Gesäßmuskel, den Gluteus Maximus, der für die Streckung im Hüftgelenk zuständig ist. Dein Becken bleibt dabei gerade, versuch nicht hier auszuweichen über die Seite, sondern zentriert zu bleiben. Und wieder in den Wiederholungsbereich, 15 bis 20 Wiederholungen. Danach die Seite wechseln und dann hast du es schon geschafft mit dem Theraband. Weiter geht es mit unserer 4. Übung und zwar arbeite ich hier mit dem Flowing Board. Und zwar haben wir hier eine schöne Kombination aus Stabilisierung und Mobilisierung. Dafür nimm dir einmal ein Fußpad, positioniere es unten auf einer der beiden Linien. Dein Stand ist parallel am Ende des Boardes. Wie immer, Bauchnabel einziehen, Rumpfstabilität aktivieren. Von hier aus Knie leicht beugen und erstmal langsam mit dem Bein vor und zurück gleiten. Das Tolle ist, wir haben hier eine Mobilisation im Hüftgelenk. Das Ganze ohne Druck und ohne Belastung.
Gelenk kann sich aufwärmen, die Durchblutung wird gefördert. Wenn du soweit bist und ein sicheres Gefühl hast, gehen wir weiter in den Ausfallschritt. Das heißt, du nutzt das ganze Flowing Board, um tief zu gehen und aktivierst hier deine Muskulatur. Hier arbeiten dein Standbein, wie aber auch das mobile Bein in der Gesäßmuskulatur, Oberschenkelvorderseite, rundum, was deine Hüfte braucht. Achte dabei darauf, aufrecht zu bleiben und kontrolliert in die Übung zu gehen. Hier befinden wir uns in einem Wiederholungsbereich von 12 bis 15 Wiederholungen. Danach die Seite wechseln und dann bist du optimal trainiert. So, und ich habe euch ja noch eine Bonusübung versprochen. Die kommt jetzt, und zwar geht es jetzt einmal um die Detonisierung unserer umliegenden Hüftmuskulatur. Dafür nehmen wir einmal unsere Korkfaszienrolle, einmal auf den Boden ablegen und wir gehen einmal runter. Du kommst einmal in Seitlage, positionier die Korkfaszienrolle unterhalb deines Oberschenkelknochens. Das untere Bein wird ausgestreckt und das obere Bein entspannt vorne abstellen. Auch hier Bauchnabel aktivieren, das untere Bein einmal anheben und wahrscheinlich merkst du jetzt schon einen leichten Schmerz. Wir rollen uns, das ist ganz wichtig, ganz, ganz langsam auf der Sehne entlang. Und wenn du hier einen Punkt findest, der ordentlich schmerzt, ich habe einen gefunden, halten und tief durchatmen. Halte die Position so lange, bis der Schmerz nachlässt und dann rollst du langsam weiter an den nächsten Punkt und auch hier wieder halten. Das Ganze wirklich langsam und mit Ruhe durchführen, denn wir wollen ja den Tonus in der Sehne reduzieren. Kommen wir einmal zu der letzten Übung. Dabei geht es um die Öffnung der vorderen Kette. Dafür brauchen wir einmal unser 4D Pro und steigen einmal mit den Armen in die Gurte ein. Die Gurte werden einmal am Oberarm positioniert. Wir öffnen die Arme weit in einer T-Form. Positioniere deine Füße fest am Boden. Wichtig dabei, die Ferse bleibt stets am Boden verbunden. Zieh deinen Bauchnabel ein und durch kleine Wippungen und Schwung über deine Körpermitte kommst du hier in Bewegung. Du darfst hierbei dein Becken ruhig ordentlich nach vorne schieben und spür einmal die Länge, vorderen Kette entsteht. Jeder kennt es, wir stehen auf, steigen ins Auto und vom Auto geht es an den Schreibtisch und im schlimmsten Falle direkt wieder ins Auto, zurück auf die Couch. Dafür ist die Übung für jedermann geeignet, um einmal deinen Hüftbeuger, deine Bauchmuskeln einmal zu weitem zu öffnen, um einen direkten Unterschied wahrzunehmen. Wichtig ist es, dass die Bewegung aus deiner Körpermitte kommt. Schieb dein Becken dabei wirklich schön nach vorne. Solltest du bei der Übung Schmerzen im unteren Rücken verspüren, geh einen kleinen Schritt zurück und gib weniger Schwung in dein 4D Pro. Viel Spaß dabei! Ich hoffe, ich konnte dir mit den Übungen und meinen Tipps weiterhelfen. Hinterlasse gerne einen Kommentar, welche Übung dir besonders gut gefallen hat und über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Für weitere Tipps und tolle Übungen abonniere gerne unseren Kanal.